Ja, Herr Feld, Herr Professor Feld, wie schön, dass Sie da sind in unserem Tête-à-Tête. Und die erste Frage an unseren Gast ist immer, von wo aus sind Sie denn zugeschaltet und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken? Insbesondere ist das Wetter denn schön bei Ihnen? Das interessiert uns natürlich auch. Hallo Frau Brandt, freue mich heute dabei zu sein. Ich bin aus Freiburg zugeschaltet, sitze in meinem Büro, schaue in den Garten. Es ist sonnig und ich schaue immer auf einen über 100 Jahre alten Mammutbaum und freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Das ist sehr gut. Das gibt uns schon mal das Bild der Stabilität sozusagen. Und Freiburg ist ja auch ein ganz wichtiges Stichwort. Ich habe da übrigens studiert, allerdings vor Ihrer Zeit. Deswegen weiß ich, dass Sie immer das beste Wetter häufig haben, das schönste Klima in ganz Deutschland. Aber Freiburg ist natürlich aus einem ganz anderen Grund wichtig. Also Freiburger Schule, Sie leiten dort das Walter-Eucken-Institut und wir haben Sie ja auch angekündigt als einen Gralshüter sozusagen der Ordnungspolitik. Aber auch wenn ich es als ehemalige Freiburgerin wissen sollte, ein bisschen vielleicht auch für unser Publikum und um warm zu werden, erzählen Sie uns das doch mal. Was ist das eigentlich, diese Ordnungsökonomik? Was hat Walter Eucken bedeutet für den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem Krieg und warum könnte uns das heute helfen? Oh ja, das sind viele Fragen. Also da könnten wir die halbe Stunde alleine füllen. Bremsen Sie mich also. Zunächst einmal von den Vorstellungen der Ordnungsökonomik her. Wenn man das jetzt rein vom Forschungsinteresse her sieht, geht es darum, sowohl theoretisch als auch ja, wirtschaftspolitisch die Frage zu stellen, wie sieht ein Regelrahmen für eine Volkswirtschaft aus? Auch für die internationale Wirtschaft aus. Und Regelrahmen heißt, die Vorstellung der Freiburger Schule war immer, dass der Staat die Rahmenbedingungen setzen solle, aber nicht ins tägliche Marktgeschehen eingreifen sollte. Also beispielsweise, indem er Preissetzungen vornimmt. Preisregulierung ist so etwas, wo die Freiburger Ordnungsökonomen typischerweise Gänsehaut kriegen, ja. Das Ganze ist entstanden, ja, in der Zeit, in der man auch international über Fragen nachgedacht hat, wie man in Abgrenzung zum alten klassischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts die Wirtschaftspolitik neu aufstellen sollte. Das war so Ende der 1920er, Anfang der 1930er. Es war nicht nur in Freiburg so, dass jemand wie Walter Eucken darüber nachgedacht hat, sondern man findet das auch in der Chicago-Schule an der Universität Chicago mit Leuten wie Henry Simons und Frank Knight, die damals ebenfalls an Regelorientierung der Wirtschaftspolitik gedacht haben. Und Eucken hat das weiterentwickelt, hat seine Ideen dann auch zur Zeit des Nationalsozialismus weiterentwickeln können. Er war für die Entstehung der sozialen Marktwirtschaft wichtig, weil er im Zuge seines ja immer stärkeren Engagements im Widerstand über eine marktwirtschaftliche Ordnung nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg nachgedacht hat, was ja der damaligen Zeit Hochverrat war. Und da spielte zunächst einmal eine wichtige Rolle die Abwendung von der Zentralverwaltungswirtschaft, wie er das nannte, während des Zweiten Weltkriegs, der Kriegswirtschaft im Dritten Reich, als einer Reetablierung marktwirtschaftlicher Instrumente. Aber was auch wichtig ist, diese Regelorientierung heißt in Abwendung vom klassischen Liberalismus, dass der Staat sehr wohl wirtschaftspolitisch Rahmenbedingungen setzt. Und die sah Eucken durchaus auch im Sozialbereich, etwa über Sozialversicherungen oder Ähnliches. Aber eben nicht nur dort. Ich glaube, der zentrale Punkt, das zentrale Interesse der Freiburger Ökonomen war die Wettbewerbsökonomik, die Beschränkung von Macht. Ja, da würde ich vielleicht gerne mal einhaken, weil Sie sagten gerade Preisregulierung, das war ihm ein Graus, ne? Da bekommt man Gänsehaut so in der Ordnungsökonomik. In gewisser Weise ist das aber, hat das ja sozusagen neue Befürworter, Befürworterinnen auch wieder bekommen. Wir hatten neulich zum Beispiel Isabella Weber hier, die Ideen kennen Sie richtig, sicherlich. Also die ja zum einen sagt, naja, in solchen Phasen, in denen es große Umbrüche gibt, wie zum Beispiel nach dem Krieg und der Marktmechanismus manchmal nicht mehr richtig funktioniert, der Wettbewerb nicht mehr richtig funktioniert, dann kann das angezeigt sein,
Preise so strategisch unter Kontrolle zu halten und verweist da eben auch auf ihre Studien mit China. Und ein zweiter Aspekt, den Sie jetzt auch genannt haben, ist Wettbewerb. Also es gibt jetzt ja auch Stimmen, die sagen, nee, wir haben ja gar nicht eine Lohnpreisspirale, sondern wir haben sozusagen eine Gewinnpreisspirale. Das heißt, in diesen ganzen Umbrüchen nach der Covid-Pandemie, Lieferkettenzusammenbrüche und auch, weil in einigen Bereichen die Marktmacht sehr groß ist, auch im Digitalbereich, gelingt es einigen Anbietern, die Preise anzuheben. Und sie werden sozusagen durch den Marktmechanismus nicht mehr so diszipliniert. Was würden Sie sagen? Ist das aus Ihrer Sicht, haben diese Argumente gar nichts für sich? Oder würden Sie vielleicht zumindest sagen, Wettbewerbspolitik müssen wir auch noch mal ganz neu denken mit den großen Digitalunternehmen zum Beispiel? Ja, also zum einen Preisregulierungen, die Studien von Frau Weber, von Isabella Weber zu China sind ja nicht unbedingt international so leicht anwendbar. Das chinesische Beispiel ist immer ein schwierigeres. Mhm. Und gerade wenn man das so mit Ihren einleitenden Worten auf den Zweiten Weltkrieg bezieht, da war es ja gerade sinnvoll, die Preisfreigabe vorzunehmen. Das deutsche Wirtschaftswunder geht im Wesentlichen darauf zurück, dass man eben parallel zur Einführung der D-Mark damals, also einer neuen Währung, zur Währungsreform, die Preisfreigabe wesentlicher Preiskomponenten hatte. Es war nicht so, dass man das vollständig freigegeben hat. Es gab durchaus, gerade auch bei Kohle und Stahl etwa, also in bestimmten Rohstoffsektoren Regulierungen. Wir haben auch lange Zeit im Energiebereich Preisregulierung gehabt. Aber im Großen und Ganzen hat die Preisfreigabe durch das Leitsätzegesetz eben seinen Beitrag zu dem sogenannten Wirtschaftswunder geleistet. Mhm. Deswegen bin ich vorsichtig, das an solchen Umbrüchen festzumachen. Meines Erachtens sind diese Formen der Preisregulierung, auf was sie sich immer auch beziehen, auf bestimmte Krisen, zur Verhinderung von Inflation, problematisch. Also die Preisregulierungen im Dritten Reich haben die Inflation nicht verhindert. Sie haben dafür gesorgt, dass sie zurückgestaut worden ist und wir hinterher eine Währungsreform gebraucht haben. Man kann natürlich zur Abmilderung bestimmter Härten auch durchaus für eine kurze Zeit an Preisregulierungen denken. Das haben wir ja auch im Zuge der Energiekrise im vergangenen Jahr getan. Die deutsche Reaktion darauf war allerdings, keine klare Preisfixierung vorzunehmen, also keinen Höchstpreis regulatorisch festzulegen, sondern klarzumachen im Zuge der Gaspreis- und Strompreisbremse, ab welchen Preisen Subventionen bzw. für die privaten Haushalte Transfers gezahlt werden. Der Preismechanismus wirkt weiterhin, wenn auch mit gewissen Problemen, weil jede Form von Subventionierung und Regulierung in diesem Bereich auch zu Mitnahmeeffekten und Ähnlichem führen kann. Das sehen wir ja im Moment bei den Energieversorgern. Mhm. Allerdings, und da haben Sie völlig recht, und das ist im Grunde auch, eine Standardpolitik, die wir in Deutschland jetzt seit vielen Jahren haben. Die Wettbewerbspolitik ist extrem wichtig. Und sie muss immer wieder angepasst werden auf die veränderten Marktbedingungen. Deswegen haben wir verschiedene Novellen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Das GWB muss immer wieder neu angepasst werden. Und das neue Instrument, das wir jetzt ja bekommen werden, aller Voraussicht nach, ein Entflechtungsinstrument, war lange umstritten, ist jetzt mit den Hürden, die eingezogen sind, meines Erachtens sehr gut vertretbar. Und damit hat man dann auch die Möglichkeit, nochmal mehr zu tun. Aber wenn es um solche Wettbewerbsprobleme geht, ist nun mal die Wettbewerbspolitik das Mittel der Wahl. Da liegen die Instrumente, die besonders effektiv sind. Es ist nicht die Preisregulierung. Ja. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu, wenn Sie mir die noch erlauben, trotz der knappen Zeit. Ich wäre auch vorsichtig, in diesem Zusammenhang mit Inflation, die wir jetzt haben, vor allen Dingen auf einzelne Schuldige zu schauen. Inflation ist immer ein makroökonomisches Phänomen. Und die Zweitrundeneffekte, die entstehen, die können durch Gewinnmitnahmen, manche, die einfach auch eine günstige Gelegenheit sehen im Preisumfeld, die Preisverzerrungen, die dann meistens bei Inflation auch da sind, auszunutzen über das Durchspielen ihrer Preiserhöhungsspielräume. Aber wir haben natürlich auch Zweitrundeneffekte über den Arbeitsmarkt, über die Lohnseite. Wenn man 4 oder 5% Lohnsteigerungen hat, dann werden die Unternehmen versuchen, das weiterzugeben. Also wir haben beides und dementsprechend muss man auch auf beiden Seiten aufpassen, damit die Inflation nicht noch hartnäckiger wird, als sie schon ist.
Ja, das ist ein schöner Stichpunkt. Wir haben beides. Man muss auf beide Seiten achten, auf Löhne und Gewinne. Und Wettbewerbspolitik spielt eine wichtige Rolle. Sie haben ja ein bisschen, also auch als Berater des Bundesfinanzministers, aber auch mit alten Kollegen aus dem Sachverständigenrat, so dieses Paradigma oder das Konzept der angebotsorientierten Finanzpolitik entwickelt und sagen, das ist jetzt das Gebot der Stunde. Was verstehen Sie darunter denn genau? Erzählen Sie uns das mal und warum können wir damit die gegenwärtigen Herausforderungen gut bewältigen? Nun, die Vorstellung, dass die Finanzpolitik angebotsorientiert sein sollte, basiert auf der Überlegung, dass wir uns in einem stagflationären Umfeld befinden. Wir haben schwaches Wirtschaftswachstum auf der einen Seite und eine relativ hohe, hartnäckige Inflation auf der anderen Seite, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Und das bedeutet, dass in allererster Linie die Geldpolitik für die Eindämmung der Inflation gefragt ist. Und damit mit ihren Zinserhöhungen, mit einer restriktiveren Geldpolitik, das darf nicht nur das Zinsinstrument betreffen, sondern wird auch die Bilanz der EZB betreffen. Die Verkürzung der Bilanz wird notwendig sein, also der Rückgang der Bruttoanleihekäufe ist ein ebenfalls wichtiges Instrument. Das wird dafür sorgen und sorgt auch heute schon dafür, dass auf der Nachfrageseite Einschränkungen stattfinden. Wenn man also ganz simpel Stagflation sich anschaut oder alleine auch schon Inflation anschaut, dann ist das das Auseinanderklaffen von gesamtwirtschaftlicher Nachfrage und gesamtwirtschaftlichem Angebot. Ja, wenn die Nachfrage höher ist als das gesamtwirtschaftliche Angebot, dann muss man sich nicht wundern, wenn Inflation entsteht. Die EZB setzt auf der Nachfrageseite an, aber man wird ihr das Geschäft erleichtern, wenn auf der Angebotsseite Ausweitungen kommen. Und deswegen sollte der Rest der Wirtschaftspolitik, nicht nur die Finanzpolitik, auf eine Ausweitung des gesamtwirtschaftlichen Angebots abzielen. So schwierig das ist, im Zuge der Energiekrise, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung. Wir müssen ja auch sehen, wie wir das alles mit den Arbeitskräften, die uns zur Verfügung stehen, in der Volkswirtschaft regeln und schaffen können. Und deswegen sollten die Rahmenbedingungen so gestaltet sein, dass sich Investitionen lohnen. Also mit anderen Worten, Angebotspolitik zielt darauf ab, dass es sich lohnt, das ist ein schöner alter Spruch, zu arbeiten, zu investieren und Risiken zu übernehmen. Und das, Karl Schiller sagte das mal abschlägig, so abwertend, der Bauchladen der Angebotspolitiker kommt zum Einsatz. Das betrifft sehr, sehr viele Bereiche, von der Steuerpolitik über die Frage der Ausgabenstruktur und ihrer Orientierung hin zu einer stärkeren Investitionstätigkeit des Staates, bis hin zu Fragen der Deregulierung in einzelnen Wirtschaftsbereichen. Wir werden schon auch noch mal sehen müssen, wie wir über bessere regulierende Rahmenbedingungen Investitionen des Staates und der Privaten erleichtern. Aber wenn Sie jetzt sagen, genau, also bessere Angebotsbedingungen, heißt das dann für Sie immer niedrigere Steuern? Und wenn ja, wo sind eigentlich die Steuern zu hoch? Ich bin bei Steuersenkungen auch immer vorsichtig. Man muss ja noch mal sehen, wie man das vor dem Hintergrund der höheren Verschuldung, die wir im Zuge der Corona-Krise eingegangen sind, auch löst. Wir haben jetzt nicht wirklich ein Problem damit, dass Deutschland irgendwie ins Gerede kommen würde auf den Finanzmärkten. Ganz im Gegenteil, Deutschland ist einer der besten Schuldner der Welt. Und die Schuldenstandsquote ist ja mit knapp 70% auch immer noch moderat, auch im internationalen Vergleich. Aber gleichwohl geht es auch darum, wenn die Konjunktur sich jetzt erholt, eine entsprechende Korrektur vorzunehmen, um die Schuldenstandsquote weiter zu reduzieren. Und dann wird man bei Steuersenkungen genauso vorsichtig sein müssen wie bei Ausgabenerhöhungen. Also von daher spielt natürlich das Konsolidierungsziel dabei eine Rolle. Wenn man sich die steuerliche Situation anschaut, dann haben wir sowohl was die effektive Steuerbelastung der Unternehmen anbetrifft, als auch was die tarifären Steuersätze anbetrifft, eine Situation, in der Deutschland in der Spitzengruppe sich befindet, unter den ersten drei, vier Ländern in der OECD. Also die Steuerbelastung ist relativ hoch für Kapitalgesellschaften, ist relativ hoch für Personengesellschaften. Und das bedeutet in allererster Linie, dass Steuererhöhungen kontraindiziert sind vor diesem Hintergrund. Und da wird man im nächsten Schritt fragen müssen, naja, haben wir denn nicht noch
Lösungsnotwendigkeiten bei der Bemessungsgrundlage. Also schauen Sie sich beispielsweise die Frage der Finanzierungsneutralität der Unternehmensbesteuerung an. Die ist nicht gewährleistet. Ja. Also mit einbehaltenen Gewinnen und mit Fremdfinanzierung finanzierte Investitionen werden steuerlich gleich behandelt im deutschen Steuersystem oder ungefähr gleich behandelt. Aber die Belastung für mit frischem Eigenkapital finanzierte Investitionen ist eben durch die Abgeltungssteuer und die damit auftretende Ausschüttungsbelastung höher. Und wir haben dadurch eine Diskriminierung neuen Eigenkapitals. Und das ist ungünstig. Das heißt, es könnte so Steuerstrukturreformen geben, aber so und so kleine Reformen, die solche ungünstigen Momente oder Auswirkungen vielleicht verbessern. Ich will noch mal zu den Investitionen kommen. Also es ist ja doch so, dass da sind sich, glaube ich, alle einig. Und auch die Regierungskoalition hat das ja so ausgedrückt in ihrem Koalitionsvertrag, dass unheimlich viel Investitionen notwendig sind, um jetzt die Klimatransformation zu schaffen. Das sind natürlich jetzt nicht nur öffentliche Investitionen, sondern auch private. Sie haben schon gesagt, die Investitionsbedingungen müssen verbessert werden. Aber nun gibt es ja auch viele, die sagen, naja, wenn die staatlichen Investitionen, die notwendig sind, also einschließlich in sowas wie Betreuungsinfrastruktur, gute Schulen, um es zum Beispiel Frauen mehr oder Eltern mehr zu ermöglichen, ihr Arbeitsangebot auszuweiten, also Angebot zu erhöhen. Also wenn man das alles zusammenrechnet, kommt also sehr, sehr viel zusammen. Man braucht auch die staatlichen Investitionen. Und wenn man einen klaren Investitionspfad hat, wenn der Staat also verlässlich sagt, diese Investition, die wird er auch tätigen, dann kann das ja auch als Orientierungshilfe gelten für die Privaten. Und sind Sie, glaube ich, wenn ich es, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, aber sind auch, glaube ich, gegen sozusagen schuldenfinanzierte Investitionen beim Staat oder Sie haben da Bedenken. So. Was spricht denn eigentlich so sehr dagegen? Das sind ja oft Ausgaben oder Investitionen. Die Erträge werden ja über viele Jahrzehnte kommenden Bürgerinnen und Bürgern zugute. Ist das wirklich so ein Problem, wenn man bei der jetzt speziell für Investitionen da ein bisschen flexibler ist? Auch um sicherzustellen, dass der Rahmen steht, damit die Privaten investieren können. Im Grunde haben Sie schon gleich zu Beginn etwas gemacht, was diese Frage, ob denn staatliche Investitionen schuldenfinanziert sein sollten, verdeutlicht, warum die Abgrenzung auf den Investitionsbegriff an dieser Stelle so schwierig ist. Sie haben nämlich Staatskonsum und Transfers als Investitionen bezeichnet. Wir haben gesagt, das, was wir in der Familienpolitik brauchen, das, was wir an Bildungsinfrastruktur brauchen, beispielsweise Lehrergehälter, das sind konsumtive Ausgaben. Das hat mit Investitionen noch gar nichts zu tun. Sie können natürlich sagen, volkswirtschaftlich mag das sinnvoll sein. Aber wenn Sie mit diesem Begriff rangehen, dann muss man eigentlich sagen, dann ist fast alles, was der Staat macht, und wenn er es richtig macht, also wirklich Marktversagen korrigiert, eine wichtige Vorleistung für die Privaten. Aber wenn man alles, was der Staat macht, rechtfertigen kann, dann kann er ja nicht sein gesamtes Budget über Schulden finanzieren. Ja? Das macht also dann keinen Sinn mehr. Und da sind Sie genau in der Thematik drin, die am Ende dazu geführt hat, dass wir bei den Fiskalregeln, die wir in Deutschland haben, die es ansonsten international gibt, von der goldenen Regel, die es früher einmal gegeben hat, abgewichen ist. Es kommt noch hinzu, dass man sich immer fragen muss, was ist denn an Investitionen nötig in einer reifen Volkswirtschaft wie der deutschen? Ich hatte immer den Eindruck, dass die Probleme bei unserer Verkehrsinfrastruktur nicht so sehr daran lagen, dass wir zu wenig neue Autobahnen gebaut hätten, sondern wir haben bei der Wiederherstellung, bei der Instandhaltung von Verkehrsinfrastruktur im Grunde jahrelang nichts getan. Das Gleiche gilt für das Schienennetz und Ähnliches. Und so können Sie unterschiedliche Investitionsbereiche durchgehen. Da habe ich schon eher den Eindruck, dass die Anreize, die wir dort gesetzt haben, zur Instandhaltung das Problem darstellen und nicht so sehr die Frage, ob denn der Staat sich dann etwas mehr verschulden darf für diese Investitionstätigkeit. Also ich bin insgesamt skeptisch, was die Klassifikation von unterschiedlichen Ausgaben anbetrifft und die Aufteilung, die man dann
zumindest implizit macht in gute und schlechte Ausgaben. Ich glaube, es kommt darauf an, bei den einzelnen Projekten zu sagen, es ist ein sinnvolles Projekt oder nicht, vor dem Hintergrund der demokratischen Entscheidungsprozesse. Da muss das entschieden werden. Und es gibt einen bestimmten Finanzrahmen, der wird auch durch die Fiskalregeln gesetzt, sodass man sich nicht unendlich verschulden kann. Und was, okay, und was ist denn für Sie, wie muss man denn jetzt diese Mechanismen setzen, dass die wichtigen Ausgaben erfolgen und nicht so wichtige eben unterbleiben? Sie sagen, da sind ja, die Anreize falsch gesetzt. Da müssen Prioritäten gesetzt werden auf der Ausgabenseite. Man muss also klar sagen, welche Projekte für das, was man sich politisch wünscht und was notwendig ist, um das Land nach vorne zu bringen, was einem dabei am wichtigsten ist. Mhm. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir haben ja in der langen Zeit nach 2010, in dem langen Aufschwung, der dann geherrscht hat, einen deutlichen Anstieg der Ausgaben insgesamt, also vor allen Dingen Konsumausgaben, Transferausgaben sind gestiegen, viel stärker als die staatlichen Investitionen. Die sind auch nach oben gegangen. Wir haben also vor allen Dingen eingespart über Zinsausgaben und niedrigere Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik und über sprudelnde Einnahmen fand Konsolidierung statt. Aber da würde man sich natürlich wünschen, dass in der Prioritätensetzung die staatlichen Investitionen ein größeres Gewicht bekommen. Und ich hoffe schon, dass diese Bundesregierung diese Prioritätensetzung vornimmt. Gut, das ist eine Prioritätensetzung, aber Sie sind ja jetzt, also Sie untersuchen ja auch Public Choice. Also was führt denn dazu, dass bestimmte Entscheidungen getroffen werden? Wenn man jetzt nichts verändert an den Strukturen, wie diese öffentlichen Entscheidungen getroffen werden, ist denn die Versuchung, wenn man jetzt das Gefühl hat, man muss den Gürtel enger schnallen, sparen, nicht immer besonders groß, zum Beispiel an wichtigen Erhaltungsinvestitionen zu sparen, die einem dann 30 Jahre später manchmal auf die Füße fallen. Oder nicht nur Investitionen, sondern im Grunde genommen auch manchmal Verwaltungskapazität. Das ist ja auch ein Punkt, den wir jetzt manchmal machen, dass jetzt die Planungsverfahren auch daran sich deswegen in die Länge ziehen, weil man da manchmal auf kommunaler Ebene zum Beispiel nicht die richtigen Kapazitäten hat. Muss man da nicht noch mehr ins Detail gehen, anstatt zu sagen, naja, man muss die Prioritäten eben anders setzen? Ja gut, wenn wir beim Thema Verwaltungskapazitäten spezifisch sind, muss man natürlich auch feststellen, dass im Zuge der Verkomplizierung des regulatorischen Umfeldes es gar nicht ausreichen würde, auf der lokalen Ebene einfach mehr Personal einzustellen. Wir haben ja eine Struktur in der Entlohnung im öffentlichen Sektor, die es verhindert, wirklich kompetitive Löhne und Gehälter für die Spezialisten zu zahlen, die bei Investitionsprojekten notwendig sind. Mhm. Das, also vor allen Dingen auch aus der rechtlichen Perspektive, die Spezialisten dabei zu haben, das wird schwierig sein und schwierig bleiben. Da kann man sich in der langen Rückschau anschauen, wie das schon in den früheren Föderalismusreformen diskutiert worden ist und welche Vorstellungen man hatte, um die Entlohnung im öffentlichen Dienst zu verbessern. Und wenn Sie das genau in der Struktur anschauen, was grundgesetzlich die Beschränkungen sind, habe ich wenig Hoffnung, dass man da vorankommt. Das heißt also, angesichts komplizierter Prozesse kommt es nicht so sehr darauf an, dass wir auf der lokalen Ebene auch für lokale Investitionsprojekte mehr Personal in der Gemeindeverwaltung oder Stadtverwaltung einstellen, sondern dass es dann gelingt, in der Projektvergabe auch die Projekte so durchführen und managen zu lassen, dass die Spezialisten zum Zuge kommen. Also manches wird dann einfach nach draußen vergeben werden müssen. Und es muss dann schon auch ziemlich klar sein, dass die Projektleitung in einer Hand liegt, um es nach vorne zu bringen. Das ist aber natürlich auch ein spezifisches Problem, das wir im öffentlichen Dienst vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung auch zunehmend haben werden. Mhm. Es ist nicht so sehr meines Erachtens die personelle Kapazität an sich, die das Problem darstellt auf der lokalen Ebene. Sondern die Verfahren. Aber sind wir denn da auf dem Red, wenn wir da nochmal hinkommen, also Investitionsbedingungen für Private? Also Sie haben schon angesprochen, Regulierung ist eigentlich zu kompliziert. Das ist ja manchmal auch eine Frage der Koordination über verschiedene staatliche Ebenen. Und da würde ich aber auch gerne nochmal zurückkommen zum Wettbewerb. Also gibt es nicht da Mechanismen auch, Wettbewerb teilweise zu stärken, um zum Beispiel Investitionen in,
sagen wir, digitale Infrastruktur, Telekommunikationsinfrastruktur ist zum Beispiel ein Argument, was wir immer gerne machen als OECD, dass da auch mehr Wettbewerb helfen kann, besser anzubieten. Aber wo sind die und wo sehen Sie da jetzt die Regierungskoalition auf dem richtigen Weg, auch Verfahren zu vereinfachen? Also es gibt nun, also bei Planung hat man jetzt gesagt, Ausbau erneuerbarer Energien ist vom überragenden öffentlichen Interesse. Wird das ausreichen? Sieht man das schon, dass das zur notwendigen Beschleunigung führt? Oder braucht man noch viel mehr, um die Investitionsbedingungen zu verbessern? Ja, in der freundlichen Formulierung auf dem richtigen Weg kann ich kaum Nein sagen. Diese Bundesregierung hat es ja in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass man hier Erleichterungen schaffen will, dass man zur Planungsbeschleunigung kommen will. Jetzt sind auch die ersten Vorstöße da, die es in diese Richtung bringen sollen. Ich bin trotzdem etwas zurückhaltend, schon ja, im Jubel des ersten Anstoßes das Ergebnis als positiv zu beurteilen. Denn wir haben ja ein Gefüge zwischen den bundesstaatlichen Ebenen, das ausgesprochen kompliziert ist in Deutschland. Deutschland hat von allen Bundesstaaten, die es weltweit gibt, den stärksten Verwaltungsföderalismus. Die Verwaltung findet auf Länderebene statt und die Länder sind auch dafür verantwortlich. Und das heißt, jede Planungsbeschleunigung, die auf Bundesebene durch Rechtsetzung versucht wird, auch durch Erleichterung, wegen mir auch Deregulierung in unterschiedlichen Rechtsbereichen, stößt dann auch auf die Kompetenz der Länder und auf das Durchführungserfordernis der Länder. Ich nehme ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich. Wir haben ja den Fall BioNTech vor kurzem beobachtet, das angekündigt hat, einen Teil seiner Forschung in England durchführen zu wollen. Mhm. Ein Grund dafür war die Langsamkeit der Genehmigungsverfahren. Mhm. Nun muss man im Pharmabereich Tierversuche durchführen. Und bei uns werden Tierversuche eben erst nach viel längerer Zeit genehmigt als in England oder in den USA. Das hat aber auch damit zu tun, dass dann häufig von der Verwaltung, die die Länder mitzuverantworten haben, in den Regierungspräsidien in Baden-Württemberg beispielsweise, die Stellen, die dafür vorgesehen sind, gar nicht besetzt werden. Das heißt, man hat zwar den Rechtsrahmen gesetzt, die Verwaltung der Länder ist dafür verantwortlich und die soll das eigentlich beschleunigen, aber sie kann das jederzeit verlangsamen, indem sie noch nicht einmal die Stellen voll besetzt. Also ja? Doch Personalknappheit. Wir haben ein unglaubliches Problem der Verflechtung, wie wir das, es ist nicht eine Personalknappheit, es ist eine absichtliche Nichtbesetzung. Mhm. Wir haben das Problem der Verflechtung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und das führt dann durchaus auch dazu, dass wir Verzögerungen bekommen. Also ich hoffe sehr, dass es der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Ländern gelingt, hier nach vorne zu kommen. Aber ich bin auch sehr vorsichtig, den Sieg zu verkünden, bevor wir überhaupt angefangen haben, diese Gespräche zu einem Ende führen zu wollen. Und nochmal vielleicht, leider, die Zeit ist ja schon so bald vorbei, wie schade, das wird gerade interessant, aber nochmal zurückkommt auf, was Sie sagten, diese Rahmensetzung oder das auch Walter Eucken gesagt hat, im Bereich der Sozialpolitik zum Beispiel hat der Staat eine wichtige Rolle. Nun ist es ja so, da sind sich auch fast alle einig, dass wir, um jetzt den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu schaffen, dass der Preis ein ganz zentrales Instrument ist. Der CO2-Preis muss steigen auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene. Und sicherlich müssen wir auch Abschied von vielen Subventionen für fossile Brennträger nehmen, expliziter, impliziter Art, Steuervergünstigungen und so weiter. Aber das bringt natürlich auch oder kann soziale Verwerfungen mit sich bringen. Nun gibt es Lösungen dafür. Man kann ja ärmere Haushalte gezielt unterstützen. Aber Deutschland hat da ja immer noch nicht so richtig ein Instrument dafür, dass man eben, was andere durchaus können, also Pro-Kopf-Transfers für alle oder vielleicht auch gezielte Transfers für ärmere Haushalte durchführen kann. Auch das hat ja ein bisschen dazu geführt, dass man den Energiepreisschock so abgefedert hat, wie man ihn abgefedert hat. Ist das eine wichtige Aufgabe für die Verwaltung oder vielleicht speziell für den Bundesfinanzminister, den Sie beraten, so eine digitale Infrastruktur, so ein Instrument rasch einzuführen, damit die Politik, die ja jetzt sehr schnell voranschreiten kann, muss eben auch abgefedert werden kann sozial. Ja, Sie haben absolut recht, das ist extrem wichtig. Also erstens, ich will
Ich habe das jetzt bisher noch überhaupt nicht gesagt, weil wir viele andere Themen diskutiert haben. Aber es ist extrem wichtig, dass wir die Klimaneutralität erreichen. Das ist ein ganz wesentliches Ziel. Und meines Erachtens muss das Leitinstrument des CO2-Preises weiter gestärkt werden. Sonst werden wir das nicht schaffen. Wir werden es nicht über eine reine Subventions- und Regulierungspolitik schaffen, sondern wir benötigen den CO2-Preis zwingend. Und das bedeutet auch, dass Energie nochmal deutlich teurer werden muss. Das heißt, wir haben, wenn man sich das genauer anschaut, eine Situation, in der ein solches Preisinstrument regressiv wirkt, also relativ gesehen die niedrigen Einkommen stärker belastet als die höheren Einkommen. Und dann braucht es eine gewisse Kompensation. Denn wenn es die nicht gibt, dann läuft man sehr schnell in Problematiken rein, wie wir sie in Frankreich mit der Gelbwesten-Problematik seit vor einiger Zeit ja schon gesehen haben. Und das ist immer wieder ein drohendes Szenario in all diesen Diskussionen. Nun haben wir eine Diskussion vor dem Hintergrund, die Vorstellung, ein Klimageld einzurichten, was allerdings eine pauschale, also letztlich pro Kopf Rückerstattung der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung wäre. Man würde also nicht Bedürftigkeiten messen. Und da sind wir dann schon an einem Punkt, bei dem man sagen muss, wir könnten in den deutschen Systemen Bedürftigkeiten nur messen, dort, wo auch wirklich Transfersysteme eingerichtet sind. Beim Wohngeld prüfen wir Bedürftigkeit, bei allen Grundsicherungsmechanismen prüfen wir Bedürftigkeit. Da lässt sich das entsprechend einrichten. Aber wir haben durchaus ja auch das Problem bei den unteren, mittleren Einkommen, die keinerlei Transfers empfangen, dass sie in dieser Hinsicht vielleicht überlastet würden, wenn der CO2-Preis nach oben geht. Die Diskussion hatten wir letztes Jahr angesichts der hohen Gas- und Strompreise. Mhm. Und da steht uns kein Instrument zur Verfügung. Das Einzige, was gelingen kann, das ist eine pauschale Überweisung im Sinne eines Klimageldes. Dazu muss die Voraussetzung bereits geschaffen werden, Kontoinformationen, also die IBAN, zu verknüpfen mit Steueridentifikationsnummer. Ich wage aber auch keine Prognose, wann das tatsächlich erreicht wird. Auch das ist schon keine leichte Aufgabe. Also das in 2-3 Jahren schaffen zu wollen, ist schon eine gewaltige Anstrengung. Und wir sehen an den Punkten häufig das, was wir immer wieder in Deutschland beobachten. Wir scheitern an der Verwaltungskompetenz und der unzureichenden Digitalisierung in diesem Bereich. Aber dann ist das eine wichtige Aufgabe. Wir sind schon 13 Uhr und wir sind eigentlich immer sehr, sehr strikt mit unserer halben Stunde. Aber eine Sache möchte ich doch noch ansprechen, ein Themenfeld, angebotsorientierte Politik, Wirtschafts- und Finanzpolitik. Wir haben über Wettbewerbspolitik gesprochen. Die ist ja verknüpft auch insgesamt mit der Innovationspolitik. Sehen Sie bei der Innovationspolitik eine stärkere oder eine andere Rolle für den Staat noch, als er sie bislang spielt? Also müsste Forschung und Entwicklung für klimafreundliche Technologien noch viel oder allgemein viel stärker gestärkt werden, vielleicht weg von manchen breiteren Subventionsinstrumenten, oder müsste der Staat zum Beispiel als Einkäufer, also in der Vergabepolitik, die Innovationsförderung noch mit stärker mit einbeziehen? Wo sehen Sie da die Rolle, die Rahmensetzung des Staates? Ich glaube, dass Innovationspolitik extrem wichtig ist und dass wir auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung deutlich mehr Innovationen benötigen, als wir bisher haben. Wir müssen es also steigern, ja, um den Ausfall, den wir von Seiten der Arbeitskräfte haben, für das zukünftige Wachstumspotenzial kompensieren zu können. Der Staat kann hier einen Rahmen setzen, auch dahingehend, dass er versucht, Innovationen in bestimmten Bereichen besonders anzuregen. Also wenn wir etwa an den Klimaschutz denken. Aber es geht eben auch darum, Innovation zu fördern, indem man die allgemeinen Rahmenbedingungen richtig setzt. Und ich habe eben das Beispiel BioNTech nicht umsonst genommen. Es ist natürlich schon auch so, dass wir etwa durch Regulierungen, auch durch bestimmte Mechanismen in den steuerlichen Bemessungsgrundlagen, Innovation hemmen und dafür sorgen müssen, dass das besser wird. Was insgesamt schon auch sehr ungünstig ist, ist das Finanzierungsumfeld für innovative Unternehmen, für Startups insbesondere. Aber ich meine, wir haben immer noch mal sehr viel Mittel zur Verfügung für die Startups. Aber wenn es dann in die Wachstumsphase geht, dann sieht es meistens trüber aus. Nicht nur in Deutschland, insgesamt in Europa. Da hat der amerikanische Markt einen riesigen Vorteil für alle Investoren und Innovatoren. Und ich denke, dass wir diese Nachteile kompensieren müssen.
Ja, das war ein Parforce-Ritt, nicht nur durch die Ordnungspolitik und die angebotsorientierte Finanz- und Wirtschaftspolitik, sondern vielleicht durch unsere wirtschaftlichen Herausforderungen allgemein. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht und war sehr aufschlussreich. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, Frau Brandt. Bis zum nächsten Zusammentreffen. Alles Gute. Tschüss.